vorne, hier vorne, das war die Terrasse vom Alzheimer. Gesellschaftshaus. und Gartenterrasse und diese Gartenterrasse hier, das war Bodenschutzzone gewesen. Ja. Ja, hier vorne stand der Postkiosk, da, okay. Nee, das ist das immer. Ja, da hinten ist die Mauer praktisch. Und die Hauptmauer, Stadtmauer. Die Zwingermauer war dann. Und da hier ist so ein bisschen anders. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen hier runter an. Die ist natürlich anders. Das habe ich jetzt mal gelesen. Ja, die ist voll. Das ist die Nestfolge, aber gegründet. Ja, der hat eine Schule, also eine Abendschule oder so. Ja, genau. Und das war auch an der Stelle. Da war aber keine Schule. Nee, aber. Nee, das kann nicht sein. Hier war die Stadtmauer. Also es kann sein, dass der ein Nebengebäude vom Soester hatte. Der hat ja hier auch das Gebäude als Hauptmann. Aber. Wie gesagt, das ist dieses alte Turm ist ursprünglich garantiert wesentlich höher gewesen. Und diese Bauform gibt es relativ selten. Vermuten, dass es irgendeine Übernahme aus dem neuenfalischen Raum ist. Mit dem Erhard, oder was weiß ich. Dieses Achteck und streitet man es nur drüber, ist ein Leitungsturm. Man merkt sich, ja, ein Erzeugturm gewesen, wo das Kloster noch nie so ausgebaut war und die Stadt noch nie da war. Und der ist sehr alt, was logisch ist. Wenn Sie Kloster was. So ein Stadtmauerverteidigungsturm ursprünglich gewesen, der wahrscheinlich in Regie des Klosters auch lief und dort bestückt wurde mit Leuten. Wir haben dann hier Metflaschen runtergeworfen. Oh, ich beklage euch gerne. Ja. Denk über Drecks gehen. Ja, deswegen aber verkaufen. Weißt du, was ich hier für einen Stand hätte? Du als Fahrer dahinter, ich wollte nicht mehr fahren. Komm mal rüber. Ja, hier siehst du. Das Ding war ja nur 3 Stockwerke hoch und das Ding wollten sie eigentlich komplett abreißen, das Gebäude, um unsere DDR-Zeiten. Ja, natürlich aufwendig gewesen, das ist zum Teil Bruchsteinmauerwerk, ja, und ziemlich gut. Und dann haben wir gesagt, das soll ja schnell gehen, wir holen Panzer. Hatten sie Panzerzugmaschine geholt, vorgespannt. Naja, erst dann abgewürscht, dann ist ein 2-mal Seil gerissen, haben sie aufgegeben und seitdem steht das Ding noch bis zum ersten Stockwerk oben. Na endlich mal, ne? Deutsche Bauweise. Ja, ja. Deutsche Bauweise, gegen große Panzer nichts gut. Zu leicht. Der Kienle ist neu. Nee, also von der Fläche her meine ich jetzt vom Grundstück. Ach so. Also zumindest soweit das gerade Gebäude geht. Ja, das war Gesellschaftshaus. Ehemals erstes Haus am Platz, riesiger Saal, Ballsaal, Theatersaal. Kann doch, wenn Theatervorführungen waren, waren wir hier. Das war ja damals noch nicht. Dementa. Nee, oben. Das war da oben drin. Also hier das Gesellschaftshaus.
riesen Ding mit einer riesen Gaststätte und drin, Weinkeller, bla bla bla. An der Seite ist das ist ja 21, 17 Jahre Naja, zum Teil ist das halt nicht so. Das ist halt nicht bei Gaststätte. Na gut, das ist Neubau. Wie gesagt, hier Bibliothek drin jetzt und da saß der Herr Preußger da in dem orangen Gebäude. Ja, und dann hat er die erste Volksbibliothek in Deutschland. Das ist die blaue Lampe. Und eine der ersten so. Früher kam es ja nur mit Krankenschein. Das war im 18. Jahrhundert noch Schulen allgemein. Erstmal vielleicht hier. So, oder? Hä? Sonnenseite. Ja. Ich wollte schön warm sagen. Ja. Ihrer Kamera, damit sie auch drauf ist. Ja. Weißt doch, wo ich wohne. Oh, ich traue mich doch nie einfach zu klingeln. Nee, da musst du nur die Türe aufmachen. Ja, ja, genau. Wenn die Türe auf ist, dann bin ich da.